Moin Leute, ich bin hier gerade unterwegs am großen Gotschesee und habe für euch heute mal eine Timelapse aufgenommen vom Sonnenaufgang. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hatte, da die Sonne in den Wolken verhüllt war. Aber wie ihr seht, hat sie sich jetzt noch rausgetraut. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs hören. Ich nutze nur das Standardmikrofon der Kamera und werde jetzt hier mal noch ein Weilchen durch die Gegend laufen und versuchen noch ein paar schöne Shots zu machen mit dem Samyang 12 mm. Ich bin jetzt hier am Bitterfelder Bogen, dem Wahrzeichen der Stadt Bitterfeld. Ich werde jetzt da hochklettern und mal gucken, was die Sicht so macht. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass es gut aussehen wird, aber lassen Sie uns überraschen. Bis dann! Letzten Plattform des Bitterfelder Bogens. Im Hintergrund seht ihr den Gotschesee, wenn ihr ihn denn seht, der ist etwas in Nebel gehüllt. Ich hoffe, ihr könnt mich hier hören. Wind ist ja Gott sei Dank keiner. Aber wie gesagt, ich nutze nur das interne Mikrofon der Kamera. Ja, und dann zeige ich euch mal hier einen kleinen Rundumblick. So, und hier sind wir jetzt ganz oben auf der letzten Plattform des Bitterfelder Bogens. Leider sieht man nicht so viel, aber zumindest die Stadt. Das ist Bitterfeld im Jahr 2017. Hat sich schon einiges getan, viel getan.
aber es liegt auch noch viel im Argen. Normalerweise könnte man hier bis zum Flughafen Leipzig gucken und auch sogar nach Leipzig. Das Völkerschlachtdenkmal kann man hier an guten Tagen sehen. Heute leider nicht, aber es ist trotzdem schön. So, ich werde jetzt nach Hause fahren, Kaffee trinken. Bin seit 6:30 unterwegs. Habe unten am Strand versucht, eine Timelapse zu machen. Leider wollten die Wolken nicht so ganz. Mal sehen, was der Computer dann noch rausholen kann. Ja. Dann werde ich das zusammenschneiden und dann seht ihr das vielleicht heute sogar noch. Bis dahin, ciao, ciao.